So, hallo und herzlich willkommen bei der Ausgabe 18 von DeFi.jetzt. Wir machen heute den Krypto-Rückblick für den Monat Juni. Heute dabei ist der Thor, der Ralf und ich, der Mario. Hallo Thor, hallo Ralf. Ja, hallo. Jo. Gut. Ja, der Thor, der ist ja heute ganz woanders. Vielleicht sollten wir das mal sagen, oder? Oh, nee, eigentlich nicht. Ich kann nur eins verraten, ich habe den Great Reset vorgezogen. Da kommen wir nachher nochmal dazu in den neuesten Meldungen. Ich habe da nämlich ein bisschen was gehört, aber da kommen wir nachher noch dazu. Ja, das ist aber okay. Ein Stück um die Ecke, ja. Mhm. Aber da werde ich auch mal hingucken. Im Juni hatten wir folgende Gespräche. Wir hatten einen Ethereum-Entwickler bei uns zu Gast, den Marius van der Wilden, van der Weiden. Und dann hatten wir einen guten Bekannten von mir, den Marc. Da haben wir über BIS, Privatsphäre und Blockchain-Forensik gesprochen. Da sage ich nachher auch noch ein bisschen was dazu. Und wir hatten das Blockchain-Café auf, sagen wir mal, einen Hinweis vom großen Meister Markus, seines Zeichens Professor Büch. Und wir haben uns dort über den Code of Contact, also quasi über eine Selbstverpflichtung, live diskutiert. Und es gab dann von uns auch einen Zusammenschnitt, den ihr als Podcast auch hören konntet. Und wir haben dann natürlich auch nochmal ein Tutorial mit dem Marc gemacht, um da die Privatsphäre oder diese Privatsphäre-Lücken besser darzustellen. So, und jetzt übergebe ich an den Ralf. Tja, Neuigkeiten aus der Kryptowelt. Gibt natürlich wie immer viel Diskussionsstoff, nachdem wir im Ende Mai herum in den Juni hinein doch eine ziemliche Talfahrt nach der hohen Fahrt im Krypto-Gesamtmarkt gesehen, und bis jetzt hat sich das noch nicht wieder erholt, aber es gibt mal neue Dinge. Und zwar hat man in Deutschland ein neues sogenanntes Fonds-Standortgesetz beschlossen, welches im August in Kraft treten wird. Und das ist eine Hoffnung in dem Markt. Sogenannte Spezial- oder relativ geschlossene Fonds erhalten per Gesetz die Möglichkeit, 20% ihrer Einlagen über Krypto bzw. Token zu halten. In Summe in Deutschland halten diese sogenannten Spezialfonds mehr als 2 Billionen Euro, währenddessen die Fonds, die für den normalen, gewöhnlichen Publikumsverkehr als offene Fonds auch bezeichnet, Public Fonds bezeichnet, nur 600 Milliarden Euro halten. Das ist eine massive Möglichkeit, dass man Anteile in diesen Shared oder geschlossenen Spezialfonds, davon gibt es ungefähr 2.400 in Deutschland, investieren kann. Im Gegenzug muss ich sagen, da haben alle im Krypto-Bereich auch Bundesblock, was ja der Lobbyverein für die Kryptoindustrie oder kryptointeressierte Unternehmen auch Bürger ist. Das Bundesfinanzministerium hat einen Gesetzentwurf zur Besteuerung und Detaillierung von Kryptotransaktionen, die diese Hoffnung für den Kryptostandort als führenden Kryptostandort Deutschland wieder zunichte machen. Ich hoffe, dass dieser Referentenentwurf im BMF vom BMF nicht oder nicht in dieser Form zum Tragen kommt. Wäre das der Fall, dann ist es so, dann müsste jeder institutionelle Intermediär, also jemand, der Kryptotransaktionen über Banken oder Krypto-Custody, also Verwahrungsdienste macht, das alles aufzeichnen. Aufzeichnen heißt, jede Transaktion aufzeichnen, vom die Daten des Empfängers als auch die Daten des Senders. Und das würde bedeuten, weil ja Kryptotransaktionen heute schon eigentlich restlos nachvollziehbar sind, dass das aufgezeichnet wird und man total gläsern wird. Ich hoffe, es ist noch nicht ganz klar, ob das auch für Privattransaktionen geplant ist, aber ja, das ist schon schlimm, was das Bundesfinanzministerium dort aus meiner Sicht
diesem Referentenentwurf prüfen will. Man hätte wahrscheinlich zwar bis 2023 Zeit, das umzusetzen, aber es fangen jetzt ja auch schon die ersten EU-weiten Börsen, die es bisher erlaubt haben, Deutschen sozusagen das On-Ramp-Geschäft, also Fiat zu Krypto zu tauschen, auch zurück zu schließen. Zum Beispiel hat Lightbit gestern, lightbit.eu, ansässig in Holland, seine Krypto-Services kurzfristigst für alle deutschen Bürger eingestellt. Warum? Weil man sich nicht den BaFin-Regulierungen unterwerfen möchte. Es wird dafür dann wahrscheinlich eine eigene Krypto-Tochter oder so etwas gegründet von Lightbit EU. Aber es gibt dort auch Ankündigungen von anderen Kryptobörsen. Also das hat ein bisschen diese BaFin-Geschichten an dieser Stelle, haben ein paar Auswirkungen jetzt schon. Weiterhin passiert einiges in China, was meiner Ansicht nach auch dazu mitgeführt hat. Das Bitcoin-Mining ist verboten und wurde sehr stark auch von den Behörden durchgesetzt, dass die einflussreichen chinesischen Bitcoin-Miner jetzt das Land mit fliegenden Fahnen verlassen, Richtung Kasachstan, auch Richtung USA. Und die Hashrate ist im Juni bis vor drei Tagen auf den einen Wert gefallen, die Hashrate von Bitcoin Mining von vor 12 Monaten. Das hat es eigentlich so in dem Fall noch nie gegeben. Die Bitcoin Hashrate ist kontinuierlich gewachsen über die letzten 6-7 Jahre. Also da gab es kaum Einbrüche, aber jetzt gab es immer einen Einbruch. Aber das wird sich auch wieder fangen und hoffentlich auch der Preis. Eine weitere Neuigkeit ist auch, dass Google jetzt wieder die Werbung für Wallets und Kryptos nach 3 Jahren wieder zulässt. Und ich gehe davon aus, dass man gesehen hat, dass man damit massiv auch Werbekunden und Werbeeinnahmen, weil Krypto einfach die neue Anlageklasse schlechthin ist oder zu sein scheint, um den Profit auszuweiten. Das ist meine Meinung, ja. Wir haben ein bisschen auch einen sehr starken Einbruch meiner Ansicht nach auf dem NFT-Markt gesehen Anfang Juni. Der ist dort um 90% eingebrochen. Das ist relativ viel. Er hat sich jetzt schon wieder ein bisschen oder ist dabei, sich zu erholen. Nachdem wir jetzt auch die ganzen Fußballmannschaften oder Fanzone in Deutschland an den Start gehen werden, wo Sportler oder selbst die USS Space Force will die Rechte von Neil Armstrong NFTisieren oder Bilder, Filme und mit dem Namen des Weltraums oder von Weltraumbildern oder Ereignissen, die aufgezeichnet wurden, mit dem Namen von Neil Armstrong versehen, NFTisieren. Da ist auch schon wieder ein bisschen Erholung zu sehen. Interessant aus meiner Sicht ist die von Polygon, die neue Blockchain, die sehr, ja, aus meiner Sicht Ethereum auch einiges an abnehmen kann oder abnehmen wird, dass Matic massiv gestiegen ist. Das hängt sicherlich auch mit den DeFi-Plattformen, die darauf aufgesetzt haben, ab. Auch dass das Layer 2 Protokoll oder im Layer 2 einen guten, viel höheren Durchsatz haben. Die Polygon-Matic sollte man beobachten in den nächsten Wochen. Jedenfalls haben die trotz im Juni ca. 300% Steigerung, trotzdem alle anderen Token zurückgegangen sind, gemacht. Ja, ganz neu war auch, dass El Salvador jetzt Bitcoin als Währung oder Zahlungsmittel angekündigt hat, einführen zu wollen. Es gibt da noch ein paar Schwierigkeiten. Der EWF will wohl nicht mitspielen. Und wir haben auch angekündigt, jetzt eventuell $30 für jeden Bürger in Form von Bitcoin zu verteilen. Als Anreizsystem, wie das gemacht werden soll, weiß man nicht. Es gibt doch verrückte Ideen, die hatte ich ja selber auch schon mal geäußert, dass man jetzt Vulkane und Geothermie nutzen will, um diese Energie, die dort entsteht, Spannungsunterschiede oder heißes Wasser, was Maschinengeneratoren antreibt, die Strom erzeugen, zum grünen Bitcoin-Mining nutzen will.
ganz verrückt, und zu denen ich auch gehöre, überlegen derzeit, ob sie einen Fonds oder eine ICO machen, um einen Vulkan zu kaufen. Naja, solche verrückten Ideen entstehen, aber warum nicht mal einen Vulkan kaufen? Ich hätte Lust. Was meint ihr denn dazu? Habt ihr noch ein bisschen Geld übrig? Wollt ihr einen Vulkan mitkaufen? Ja, könnt ihr nachher beantworten. Solana? Nee, Ralf, wir können mal Geld zusammenlegen oder ihr könnt uns ja auch Geld, Zuhörer können uns ja auch Geld spenden und dann können wir ja mal überlegen, welchen Vulkan wir kaufen, ob es ein kleiner nur wird oder ein großer. Ich habe ja gehört, dass du auch in einer sehr, äußerst sehr aktiven Vulkangegend dich halt aufhältst. Und der Tor ist ja derjenige bei uns, der immer vorangeht, der vorne weggeschickt wird, der immer alles ausprobieren muss. Und wir werden ihm den Auftrag geben, mal ein Zehntel Vulkan zu kaufen oder zu mieten, zu pachten. Und dann probieren wir das mal aus, erzeugen heißes Wasser, treiben damit Wasserdampfturbinen an, erzeugen Strom mit Generatoren, ob das funktioniert. Und dann können wir da ein paar Bitmain-Racks hinschicken. Das ist auch interessant. Bitmain als größter Hersteller von ASIC-Minern für Bitcoin hat die Lieferung und den Handel von seinen Minern ausgesetzt. Warum? Weil die Preise für die ASIC-Miner um mehr als 70% eingebrochen sind. Und die wollen natürlich hochpreisig bleiben. Das hängt mit der Bitcoin-Hashrate auch zusammen, weil auf einmal massiv, also mit dem, was dem Verbot des Bitcoin-Minings, weil ja massiv auf einmal in China Hardware frei wird, die irgendwohin entweder verkauft, verschifft, was auch immer, den Markt überschwemmt. Und erst war es ja schwierig, überhaupt Miner und Grafikkarten zu kriegen. Und jetzt hat der Platzhirsch Bitmain selbst entschieden, den Verkauf auszusetzen. Einfach, weil der Preis so gering ist und damit die Profitrate dieses quasi Monopolisten, sage ich mal, oder fast Monopolisten in Bitcoin Mining Hardware zu sehen. Das ist auch interessant. Ja, und ein neuer Stern am Himmel, also der ist ja schon länger unter den Top 20 jetzt, Solana Blockchain, sammelt nochmal 300 Millionen US-Dollar ein. Derzeit ist Solana die schnellste Blockchain mit dem Transaktionsdurchsatz, hat man ja das letzte Mal auch schon mal bisschen besprochen, schneller als Ethereum, und weil die auch mit diesem Zeitversatz da arbeiten, mit der Taktversatz, und da scheint sich auch ein neuer Konkurrent oder ein weiterer Konkurrent zu Ethereum, wenn die es also nicht schaffen, ihre Transaktionszahlen mit Ethereum 2 alsbald zu erhöhen, beziehungsweise auch mit neuesten Layer 2 Technologien. Solana hat da offensichtlich einen ganz guten Job und eine gute technische Idee umgesetzt. Und ja, da passiert auch einiges. Ich hatte ja vorhin noch gesagt, dass in der Gegend, in der der Tor jetzt unterwegs ist, das scheint ja doch, wo es viele Vulkane gibt, zu sein. Kamtschatka ist es nicht, hat er uns erzählt. Es ist auch nicht Indonesien, sondern scheint irgendwas Lateinamerikanisches zu sein. Da leben scheinbar Krypto-Menschen gefährlich. Da ist nämlich vor 2-3 Tagen ein Bitcoin-Milliardär ertrunken in Costa Rica. Dieser Bitcoin-Milliardär, das ist der Ilion Popescu, Mircea Popescu, ein Rumäne, der hatte über 1 Milliarde in Krypto, in Bitcoin. Und das scheint, diese Vulkane da und die Gegenden in den Vulkanen scheinen ein sehr, sehr gefährliches Pflaster zu sein. Habt ihr von diesem Tod des Bitcoin-Milliardärs, von dem Rumänen, was gehört? Ja, das habe ich gehört, habe ich bei Twitter mitbekommen. Und der Herr Pompliano, der das, wenn ich mich recht entsinne, den Bitcoin-Standard geschrieben hat, der hat das auch direkt genutzt wieder, um ein bisschen sehr unmoralisch, sehr, sehr schlecht in der Community aufgestoßen. Er hat das genutzt, um wieder Werbung für Bitcoin zu machen, weil er gesagt hat, dessen Token sind jetzt natürlich aus dem System genommen und haben alle anderen Token wertvoller gemacht. Mhm. Ja.
Also stimmt natürlich, aber in erster Linie ist natürlich ein Mensch gestorben und da sollte man nicht daran denken, dass das eigene Geld mehr wird, sondern da sollte man schon mal dran denken, dass das immer noch ein Menschenleben war, was da ertrunken ist. Ja. Auf jeden Fall, finde ich auch so. Ja, der Defi-Markt ist auch ein bisschen eingebrochen, aber ich glaube, er erholt sich langsam wieder. Und ich behaupte oder sage, wage vorauszubehauen, dass wir vor dem richtigen Defi-Boom erst noch stehen, wenn er nicht verreguliert wird. Es gibt auch hier erste Anzeichen mit dem neuen Referentenentwurf, dass man Defi komplett verregulieren könnte in Deutschland oder Europa. Aber ich glaube, DeFi oder ich schätze DeFi so ein, dass es nicht mehr regulierbar ist oder dass man gesetzlich dem Ganzen, was da möglich ist, gar nicht nachkommen kann. Da aber, würde ich gerne noch mal was sagen dazu, Ralf, weil du sagtest, dieser BMF-Entwurf, der ja, wenn ich das richtig verstehe, dann es den allen Teilnehmern eigentlich verpflichtend geben sollte, sozusagen immer anzugeben, an wen man denn jetzt etwas schickt, sozusagen mit Namen und Adresse fast schon. Ne? Das ist noch nicht ganz klar, gilt das nur für Finanzinstitute oder Verwahrungsdienstleistungen? Wenn so etwas passiert, das ist ja dann ein so klassischer Intermediär, der dann irgendwo stattfindet. Es ist noch nicht ganz klar, ob es auch für private Transaktionen, von Privat zu Privattransaktionen ist. Das ist interpretierbar. Das BMF hat sich bis jetzt dazu noch nicht geäußert. Meine Interpretation ist aber negativ, so dass es auch von privat zu privat ist. Was ja eigentlich keinen in Deutschland vom Gesetz her was angeht, wie ich mein Zahlungsmittel, wenn ich private Transaktionen mache, ich kann dich in Naturalien, ich kann dich in Kunstwerken, wie auch immer bezahlen, das hat man schon sehr oft in Folge besprochen, da hat ja auch der Thor Alexander ein Buch drüber geschrieben, übrigens, das ist auch eine Neuigkeit, die Version 2, da sagt er nachher vielleicht hoffentlich noch was dazu, seines Buches rausgebracht und das sollten wir auch nochmal würdigen entsprechend. Dann lass mich mal was dazu sagen, Ralf. Das ist richtig, ich habe jetzt die zweite Auflage vom dezentralen Geld rausgebracht, 200 Seiten mehr. Allerdings habe ich die Schriftart ein bisschen verkleinern müssen und den druckbaren Bereich vergrößern, weil das Buch sonst zu schwer geworden wäre und dann wäre es nicht mehr als Büchersendung hätte verschickt werden können. Die Post schlägt dann wieder mit sinnlosen Gebühren zu. Aber ich wollte auch noch ein bisschen was zum BMF-Entwurf sagen. Ich finde den natürlich auch nicht gerade hilfreich für die Kryptowelt, aber mich, sag mal, verunsichert der nicht, mich enttäuscht der nicht, weil das passt eigentlich ganz gut in die Überwachung beim Geld rein. Da sage ich gleich auch noch mal ein bisschen was dazu, warum Privatsphäre beim Geld wichtig ist. Ich kann nur hoffen, dass es diesen Überwachungsgesetz genauso geht wie mit dem Goldverboten, die es im letzten Jahrhundert einige Male gab in USA, in Deutschland, in Österreich und auch noch in anderen Ländern, dass da viele nicht mitmachen. Aber was ich dazu noch sagen muss, also ist das BMF natürlich nicht an alleiniger Front. Solche Vorhaben habe ich auch aus den USA schon gehört. Also dass im Prinzip genau in die gleiche Richtung, schon Anfang des Jahres wurde darüber gesprochen, dass so eine Regulierung angeleiert werden soll, dass eigentlich jede Transaktion irgendwann offengelegt werden soll und jeder Teilnehmer im System bekannt sein möchte. Das ist richtig, das sind konzertierte Aktionen oder orchestrierte, die halt über die nationalen Parlamente oder Gesetzgeber ausgerollt werden. Ja. Und Ziel ist halt Digitalisierung, gläserner Mensch, Überwachung und dann im nächsten Schritt Gängelung. Dann habe ich noch was zu Polygon. Also Polygon ist natürlich wahnsinnig angestiegen. Das stimmt nicht nur vom Preis her, sondern auch von Nutzungszahlen, wie du es schon sagtest, Ralf. Allerdings ist natürlich nicht alles Gold, was glänzt. Man muss dazu noch sagen, die hatten auch, wenn ich es mitbekommen habe, mindestens zweimal ganz starke Probleme, dass denen fast das Netzwerk stehen geblieben ist, wenn ich das richtig mitbekommen hatte. Also wie der Marius das schon gesagt hat, Ethereum ist immer noch das Hauptding, ne? Und dann gibt es jetzt andere, die es versuchen. Er sagte ja da, Binance Smart Chain, die sind kurz vorm Sterben eigentlich, weil die einfach zu groß geworden sind. Und auch Solana, was du ja auch angesprochen hast, Ralf, die haben natürlich wieder eine ganz andere Idee. Die haben super niedrige Blockzeiten, glaube ich, in den 100-Millisekunden-Bereichen irgendwo.
Wobei, wo ja Ethereum mit was waren es, 15? Jetzt komme ich wieder nicht auf die Ethereum-Blockzeiten, auf jeden Fall. 6 Sekunden, glaube ich. Wie viel? 6 Sekunden. 6 Sekunden sind es. Aber auch da sagte der Mario sehr richtigerweise, da braucht man dann natürlich Maschinen und Hardware, die für normale wie dich und mich nicht mehr bezahlbar sind. Und das ist ja dann wieder, geht ja wieder voll gegen die Dezentralisierung. Ne? Ja. Da hat dann wieder Ethereum, ist wieder der Vorreiter in dem Sinne. Deshalb scheint aus meiner Sicht technologische Ethereum mit seinem neuen Proof-of-Stake-Algorithmus, mit dem Rundherum und Governance-Prinzip, so ein wahrscheinlich sehr, sehr gesundes und vernünftiges Mittelmaß gefunden. Wir müssen nur schauen, oder meine Prognose ist auch, dass Ethereum weiterhin der Platz dort als Plattform sein wird und das auch noch eine Weile sein wird. Vielleicht auch dauerhaft, aber gut, was ist schon jetzt im Crypto-Space als dauerhaft zu bezeichnen? Man kann vielleicht zu Solana noch mal sagen, natürlich haben die jetzt auch mit Solana X eine sehr schnelle dezentrale Börse, die auch noch günstigere Token- und Gaspreise, Transaktionspreise mit sich bringt. Aber auch hier muss man sagen, die müssen natürlich erst den richtigen, wirklich großen Massenansturm bewältigen. Ja. Interessant, so ein bisschen ein Gag aus meiner Sicht, habe ich gehört, in Ungarn hat man die erste Statue, also ein Denkmal für Satoshi Nakamoto eingeweiht. Aha. Und wie sieht der aus? Das wollte ich auch gerade sagen. Ich habe es nicht gesehen, ich habe nur die Meldung gelesen. Ich muss mich da mal auf einen Rechercheweg machen, ob man ihm wirklich ein Gesicht gegeben hat, ob das ein Mensch ist, diese Statue oder dieses Gestein. Keine Ahnung, da muss ich nochmal ein bisschen recherchieren. Aber man hat es wohl enthüllt. Ja. Ralf, da würde ich sagen, da gehst du mal mit weiter zu dem Klingelschild, wo Satoshi Nakamoto draufsteht. Vielleicht ist der auch umgezogen. Du, das habe ich heute kontrolliert, weil ja in dem Haus, wo das Klingelschild ist, ich auch arbeite. Und ich hatte heute 1. Juli meinen ersten Büroarbeitstag nach sehr langer Zeit. Und das steht immer noch dran. Ja. Das heißt also, ich habe da auch geklingelt, aber es kam wie immer keiner raus. Ne? Naja. Aber vielleicht war er gerade beim Einwohnermeldeamt sich abmelden. Müssen wir gucken. Vielleicht nochmal auch zurück. Also das, was El Salvador da jetzt gemacht hat, scheint auch die anderen lateinamerikanischen oder südamerikanischen weiteren Länder zu beeinflussen. Es liegt wohl auch kurz in Paraguay eine Entscheidung oder Parlamentsentscheidung bevor, dass man dort Bitcoin versuchen könnte als Währung bzw. Zahlungsmittel einzuführen. Und es haben auch noch ein paar andere mittelamerikanische und südamerikanische Staaten liebäugeln damit. Mich wundert es, dass bis jetzt Dubai noch nicht darüber nachgedacht hat oder solche Stadtstaaten aus dem Öl-Scheichtum-Bereich neben dem Dollar vielleicht sowas machen, aber mal abwarten, habe ich noch keine Gerüchte gehört. Ich habe auch noch keine Gerüchte gehört, was ich mir wünschen würde eigentlich, dass man den digitalen Yuan noch außerhalb Chinas als Staatswährung Zahlungsmittel einsetzen könnte, aber vielleicht machen das die Chinesen nach Olympia nächstes Jahr. Ich habe gehört. Aber in Dubai haben die keine Vulkane. Das stimmt allerdings. Ja. Und auch im ganzen Emirat nichts. Aber die haben Wüste. Die haben Wüste. Ja, aber. Da habe ich auch gehört. Da kann man auch günstig mit Sonnenenergie was machen. Ich hätte noch was. Wir hatten beim letzten Monatsrückblick, hattest du uns den Internet-Protokoll-Token mit vom Internet ICP erzählt, vom Internet. Jetzt komme ich wieder nicht drauf. Internet Coin Protocol oder so. Auf jeden Fall, Ralf, du hattest davon erzählt, dass du da auch einen Airdrop bekommen hattest. Und da ist auch was passiert diesen Monat. Und zwar ist der Token von $350 auf $30 abgestürzt, nachdem da ist irgendwie ein bisschen Unstimmigkeiten gab es da. Also es gab einen Presale zu dem Token, also einen Vorverkauf sozusagen. Und ohne dass das so geplant war, haben die Ersteller des Tokens die Phase, in der die Pre-Saler sozusagen die Token bekommen haben, um einen Monat verschoben. Sozusagen haben Leute, die den Token gekauft hatten und zu einem Zeitpunkt X den eigentlich hätten bekommen sollen,
den einfach unabgesprochen einen Monat später bekommen. Sozusagen wurden denen die Token in der Börse festgefroren. Und während dieser Zeit, also jetzt im letzten Juli, sind ungefähr nach den Recherchen von einigen Reddit-Nutzern ungefähr 90 Millionen Token auf den Markt geworfen worden von der Foundation selber, die das natürlich abstreitet. Und der Preis ist dadurch, wie gesagt, von $350 auf $30 gefallen. Dann hat man noch, gab es noch einen Exploit, der Dennis hatte im vorletzten Monatsrückblick erzählt von dem Havencoin XHV. Auch der hatte diesen Monat einen schönen Exploit. Den habe ich allerdings nicht ganz so verstanden. Da muss es Probleme gegeben haben mit einem Preisorakel. Auf jeden Fall ist der Coin auch wahnsinnig in den Keller gegangen, neben dem normalen Absturz des Kryptomarktes generell. Aber unser aller Liebling, ich weiß nicht, das haben wir gar nicht gesagt, der McAfee. Der Herr McAfee ist tot aufgefunden worden in seiner Zelle in Spanien. Wer weiß, was mit dem passiert ist. Er hat ja gesagt, eigentlich in einem Interview, wenn er irgendwann mal tot aufgefunden werden sollte und gesagt wird, dass er sich selbst umgebracht hat, was die Presse meldet, dann war das auf keinen Fall so. Also auf jeden Fall eine der schrillsten Figuren des Kryptomarktes der letzten 5 bis 6 Jahre, würde ich sagen, ist nicht mehr unter uns. Ja, der hat zum Ende sowieso in meinen Augen nur noch rumgesponnen, aber trotzdem erwähnenswert. Ja, wahrscheinlich. Ja, ich habe ihn selber persönlich mal gesehen. Das letzte Mal, wo ich ihn persönlich gesehen habe, in 2018 auf der großen Krypto-Konferenz in Malta. Ich meine, auch da ist er schon, es war ja bekannt, dass er Alkohol und Drogen gerne mag und er ist dort immer mit Whiskyglas rumgerannt. Auf der anderen Seite hat er immer mindestens 3 ehemalige Navy Seals um sich als persönliche Leibwachen. Also es war schon eine komische, schillernde Figur. Aber ich äußere mich da nicht, was meine Meinung ist zu seinem Tod. Das muss jeder sich selbst eine Meinung bilden. Aber schade, dass er von uns gegangen ist. Hat ein bisschen Spaß gemacht, seinen manchmal sinnvollen, manchmal vielleicht nicht so sinnvollen Dingen, Einführungen, Ausführungen zu folgen, aber ja, ein bisschen Spaß in der Welt hat er gebracht. Genau, jetzt muss es der Elon machen, alleine nur noch. Mal gucken. Hoffentlich bringt er uns nicht alle ins Verderben. Dann kommen wir mal zu dem zeitlosen Thema. Privatsphäre habe ich mir heute ausgesucht. So, und Privatsphäre habe ich mal als erstes bei Wikipedia nachgeschaut. Das ist jetzt aus meinem neuen Buch auch. Und da steht drinne zu Privatsphäre, dass sie bezeichnet den nicht öffentlichen Bereich, in dem ein Mensch unbehelligt von äußeren Einflüssen sein Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit wahrnimmt. Das Recht auf Privatsphäre gilt als Menschenrecht und ist in allen modernen Demokratien verankert. Naja. Und dieses Recht kann aufgrund des öffentlichen Interesses an einer Person und zu Zwecken der Strafverfolgung eingeschränkt werden. Und dann das nächste Zitat habe ich mir aus dem Cypherpunk-Manifesto, das sind halt die Leute, denen auch Satoshi Nakamoto mit angehörte, ausgesucht. Und da steht drin, die waren sehr weise, also bevor das WWW eingeführt wurde, ein Jahr zuvor oder anderthalb, haben die in ihrem Manifesto festgelegt, dass Datenschutz für eine offene Gesellschaft im elektronischen Zeitalter notwendig sei, Privatsphäre keine Geheimhaltung ist, und eine private Angelegenheit etwas ist, von der man nicht möchte, dass die ganze Welt davon erfährt, während eine geheime Angelegenheit etwas ist, von dem niemand möchte, dass es jemand weiß. Und Privatsphäre ist einfach die Kraft, sich selektiv der Welt zu zeigen. Und dann hatte ich mir auch mal überlegt, brauchen wir überhaupt Privatsphäre beim Geld? Und da habe ich eine ganze Reihe von Gründen gefunden, warum Privatsphäre vor allem beim Geld sehr wichtig ist. Und ein einfacher Grund ist, dass wir nicht wollen, dass wir Werbung aufgrund unseres gestrigen Einkaufs bekommen, dass wir Opfer eines Verbrechens werden, nur weil wir wohlhabend sind, wie zum Beispiel dieser Rumäne, der jetzt das Zeitliche gesegnet haben soll und offensichtlich mein Bitcoin-Testament nicht gelesen hat, wie er seine Kryptos weitergeben kann. Und wir wollen natürlich auch nicht, dass wir als Zahlungsversender oder Zahlungsempfänger ignoriert oder gar verboten werden. Das ist ja auch einigen Aufklärern passiert. Ich möchte jetzt hier keine Namen nennen.
Und wir wollen logischerweise auch nicht, dass wir uns rechtfertigen müssen, was wir gestern einkauft haben. Und wir wollen uns auch nicht verteidigen, weil wir unbeabsichtigt mit kriminellen Geschäft gemacht hatten oder überhaupt mit denen in Zusammenhang gebracht werden können. Und logischerweise wollen wir auch nicht, dass unsere Geschäftsbeziehungen für jeden bekannt sind und unser Einkommen, unser Umsatz, unser Gewinn jedermann weiß. Mario, jetzt darfst du mal wieder das Wort übernehmen. Ja, damit kommen wir sozusagen mit deinen Ausführungen schon zum Ende von unserer heutigen Ausgabe. Naja, noch nicht ganz. Ich habe noch einen Einwurf. Zwar, wir hatten ja vorhin kurz diskutiert, die Satoshi-Statue. Ich habe noch mal recherchiert. Ja. Also die soll erstmal aufgestellt werden. Und die wird also eine verhüllte Statue, also in einem verhüllten Umhang, eine Statue zeigen und das Gesicht soll so mit einer Bronze-Alu-Legierung poliert werden, dass jeder, der da reinguckt, sich darin spiegeln kann. Unter dem Motto, wir alle sind Satoshi. Das heißt also, es wird dort eine vermummte Figur stehen und das soll die Menschen des Internets repräsentieren und dieses Gesicht muss ja trotzdem irgendwie eine Oberfläche haben, aber es soll eben so stark poliert werden, damit es eben jeden reflektieren kann. Lassen wir uns überraschen. Ich werde dem mal nachgehen. Und wenn ich die Statue gefunden habe, ein Foto, werde ich es auch beitragen. Das ist ziemlich cool. Danke, Ralf. Aber trotzdem. Vielleicht kannst du mal den Link mir schicken, dass wir den auch mit publizieren. Ja. Genau, kommt mit in die Notizen unter der jeweiligen Episode jetzt. Genau. Aber alles Gute hat ein Ende. Somit sind wir schon wieder am Ende unserer Folge. Ich gehe jetzt nur noch unsere Erreichbarkeiten durch. Die Homepage von uns ist immer noch www.defi.jetzt. Ihr könnt auch immer noch uns folgen auf unserem Telegram-Kanal. Das ist unter defi-jetzt zu finden bei Telegram. Und wenn ihr uns Fragen oder Anregungen stellen wollt oder ihr euch irgendwo der Bauch drückt wegen irgendwelchen Themen, die wir hier besprochen haben oder ihr der Meinung seid, dass wir irgendwas zu wenig besprechen oder dass wir zu viel Blödsinn labern und was auch immer. Also konstruktiver Input kann gerne gegeben werden unter Telegram, im Telegram, in dem Kanal defi-chat. Da warten wir drei mit, glaube ich, 30, 40 anderen auf euren Input und freuen uns darüber. Und unseren Podcast hier könnt ihr euch anhören, erstens als Video auf unserer Homepage, defi.jetzt, oder als Podcast dann jeweils in den gängigen Podcast-Apps wie Spotify, Google Podcast, Breaker oder Radio Republic. Jetzt muss ich hier schon wieder, wie beim letzten Rückblick sagen, dass es Apple immer noch nicht geschafft hat, unseren Podcast zu veröffentlichen. Ich bin dem Ganzen im Support mal nachgegangen und die sagen mir, die kriegen, weil jeder gerade Podcasts macht, kriegen die so einen Input an Podcasts, die kommen nicht hinterher, das sich anzuschauen, ob es ihren Terms of Services sozusagen entspricht. Wir sollen das bitte entschuldigen. Das tut mir jetzt natürlich leid für alle unsere Apple-Hörer und alle unsere Apple-Handy-Besitzer. Aber wie gesagt, es ist nicht alles verloren. Bei Google und bei Spotify findet ihr uns ja trotzdem. Da würde ich sagen jetzt, das war's von uns. Vielen Dank an euch beide, Thor und Ralf vor allen Dingen, für die vielen News. Und ich wünsche euch allen jetzt noch einen schönen Abend und bis bald. Tschüss. Tschüss.